Hallo, auch dich plagt ein Tennisellbogen oder du möchtest keinen bekommen. Tennisellbogen ist total verbreitet, aber ziemlich einfach, meistens auf jeden Fall, ziemlich einfach unter Kontrolle zu bekommen und wieder wegzukriegen. Dazu zeigen wir dir zwei Übungen und passend dazu Faszienrollmassagen. Die Übungen, die Ina und ich dir jetzt zeigen, sind total zeiteffizient. Du machst viele Sachen auf einmal, du wirst gleich sehen. Bitte nimm dir mal einen Tisch vor dich. Ja, und Ina macht mal parallel mit. Ich sage der Ina, was sie machen soll und du nimmst es für dich als Handlungsvorschlag sozusagen. Ja? Leg mal die rechte Hand, wir gehen mal vom Tennisellbogen, rechter Ellbogen aus, okay? Links musst du einfach die andere Seite dann machen. Kannst auch parallel mitmachen, halt immer nur umdenken. Du legst die Handfläche auf den Tisch und drehst die Hand nach hinten. Und jetzt musst du diese Position übernehmen, indem du mit der anderen Hand greifst und dann mal in diese Position gehst, dass du dich runterbeugst und den Tisch ziemlich parallel zum Arm hast. Aber komm ein bisschen rüber, Ina. Du brauchst ja nämlich gleich Platz, um das aufzulegen. So, also das heißt, die Ina ist jetzt, geht noch weiter runter, bis sie ziemlich parallel ist. Und vorher muss ich jetzt die Rolle unterlegen. Das heißt, guck mal, hier ist die Rolle. Jetzt platzier mal deinen Arm da drauf. Genau, da sind wir schon mal ganz gut dabei. So, und jetzt rollst du praktisch, während du dehnst, ganz langsam, viel langsamer, Ina. Viel langsamer rollen, ganz langsam rollen. Ist nicht einfach, die Übung, aber spart total Zeit, weil du rollst und dehnst gleichzeitig. Du hältst hier die Dehnung maximal. Und rollst ganz langsam zur Innenseite deines Ellbogens. Das heißt, du musst den Arm so drehen, dass du an der Innenseite ankommst. Jawohl. Wir haben es jetzt ein bisschen schneller gezeigt. Wenn du es noch langsamer machst, du rollst bis zur Innenseite. Und dann gehst du wieder hoch. Die Position ist nicht ganz einfach, aber du sparst halt wirklich sehr viel Ablaufzeit, weil du jetzt diese Dehnung hältst, während du rollst. Und wenn du es in der Originalgeschwindigkeit machst, dann rollst du vom Handgelenk bis hier ungefähr 2 Minuten mit vollem Druck. Ja? Versuch es dann gleich, wenn das Video zu Ende ist. Wir zeigen jetzt gleich die andere Seite. Jetzt gehen wir andersrum vor. Jetzt müssen wir die Rolle hier platzieren, sodass wir praktisch an der Außenseite des Ellbogens ankommen. Da, wo ja auch der Tennisellbogen ist. Ja? Und jetzt gehen wir in eine andere Dehnung. Jetzt gehen wir mit dem Daumen nach innen, verschließen den Daumen mit den Fingern, beugen das Handgelenk, drehen das Handgelenk nach innen, umfassen die Faust mit der anderen Hand. Und jetzt kommt der Teil, der wieder ein bisschen schwierig ist, ja? Nämlich so weit runtergehen, dass der Arm parallel oder fast parallel zum Tisch ist. Und ich lege dir schon mal die Rolle hin, Ina. Geh mal mit der Position da drüber. Genau. Und jetzt, aber jetzt hat die Ina sich ein bisschen selbst ausgetrickst. Ja? Bleib mal genauso, wie du bist, aber greif bitte innen herum. Genau. Weil sonst ist ja der Arm im Weg. Also falls du auch diesen Fehler gemacht hast, darfst du nicht machen. Du musst innen herum mit der linken Hand greifen. Sorgst jetzt hier dafür, noch nicht bewegen, Ina. Ja? Sorgst jetzt hier dafür, dass du die Dehnung beibehältst, also die linke Hand zieht praktisch die rechte Hand in die maximale Handgelenkbeugung und jetzt achtest du bitte darauf, dass der Ellbogen vollkommen gestreckt ist. Und jetzt fängst du an zu rollen, schön tief gehen, den Kopf ein bisschen hochnehmen, dass er dich nicht stört, genau. Und dann gehst du am Tisch entlang und hältst den Druck und rollst immer weiter. Ja, beweg dich ruhig jetzt. Jetzt darfst du dich bewegen. Darfst du ruhig ein bisschen schneller das machen. Wir wollen es ja erstmal nur zeigen. Und du rollst jetzt so, dass du mit der Innenseite sozusagen ankommst. Lässt den Ellbogen schön gestreckt, immer schön gestreckt bleiben. Und rollst, bis du an der Innenseite angekommen bist. Und noch ein bisschen darüber hinaus. Ja, noch ein bisschen darüber hinaus rollen. Während du die Dehnung die ganze Zeit aufrechterhältst. Nicht ganz einfach, kannst hochkommen, Ina, ja, nicht ganz einfach diese Übung. Du kannst dir vielleicht auch den Tisch
ein bisschen schräg stellen, wenn du irgendwie eine Möglichkeit hast, da vielleicht was drunter zu legen, ja, dass du dich nicht ganz so tief beugen musst, dass du vielleicht so stehen musst nur und kannst dann praktisch so nach unten rollen. Du kannst auch versuchen, das Ganze an der Wand zu machen, indem du vorher die Rolle unterlegst, dann greifst und dann praktisch an der Wand nach unten gehst. Das sind alles so Möglichkeiten. Spart halt sehr viel Zeit. Und wenn du in Dehnung gehst und dann rollst, wo die Phase richtig schön in der Dehnung ist, dann hast du nochmal einen ganz anderen Effekt. Du musst nur darauf achten, dass du schön langsam und mit schön viel Kraft rollst. So, das war jetzt die Übung. Zugegeben, nicht ganz einfach. Wenn du die Ausführung einfacher haben willst, dann klicke bitte dort. Aber ich würde dir empfehlen, guck dir nochmal genau an, spul zurück, geh nochmal auf den Anfang und such dir nochmal die Erklärung. Weil es gibt selten Übungen, die so intensiv ist und man kriegt sie hin, wenn man sie ein bisschen übt. Du musst halt nur schauen, ob du klarkommst damit, dich so weit runter zu beugen oder ob du lieber an eine Wand gehst. Experimentier damit ein bisschen rum. Das alles ist ein Training. Mehr zu Ursachen des Tennisellbogens, weil du weißt ja vielleicht, Tennisellbogen, wenn du da recherchierst im Internet, dann steht überall, naja, heilbar ist er nicht, der muss operiert werden und so weiter und so fort. Da sind wir ganz anderer Meinung. Wenn du unsere Meinung kennen willst, dann klicke bitte wieder hier bzw. unten unter dem Video ist ein Link, wo du auf die Ursachen kommst, so wie wir sie sehen. Und teile das Video per WhatsApp, damit es möglichst viel erreicht, weil Tennisellbogen, ob man jetzt Tennis spielt oder ob man kellnert und das Tablett heben muss oder ob man Motorrad fährt, alle diese Menschen bekommen einen Tennisellbogen. Das ist relativ einfach wegzubekommen mit diesen Übungen. Man muss nur wissen, wie. Bitte helf uns dabei, dafür zu sorgen, dass alle Betroffenen wissen, wie sie es anstellen müssen. Vielen Dank für dein Zuhören, vielen Dank für deine Hilfe beim Rumerzählen und bis zum nächsten Video.